Immer noch gilt es als die Wunderwaffe. Vitamin C. Hochdosiert, ein Kämpfer gegen Erkältungskrankheiten. Der Siegeszug des künstlichen Vitamin C begann 1934 in der Schweiz. Dem Pharmaunternehmen Hoffmann-La Roche gelang es damals zum ersten Mal, Ascorbinsäure, Vitamin C, im Labor herzustellen. Durch geschickte Werbung wurde der Bedarf an zusätzlichem Vitamin C geweckt und kräftig gesteigert. In den 50er Jahren verkündeten Wissenschaftler, Vitamine in hoher Dosierung können die Zellalterung aufschieben und sogar vor Krebs schützen. Das Märchen vom Mangel nimmt hier seinen Anfang. Seitdem ist unsere Welt voll mit vielen bunten Vitaminschachteln. Und der Glaube an die Heilkraft der künstlichen Vitamine sitzt unerschütterlich in unseren Köpfen. Genährt durch einen ständigen Zweifel. Denise Berger geht es wie vielen. Sie ist nicht sicher, ob sie ihre Familie und sich selbst über die normale Ernährung ausreichend mit Vitaminen versorgt. Ich lese und höre immer wieder, dass wir Vitamine brauchen, dass wir einen Mangel an Vitaminen haben und mit Ergänzungsprodukten uns die zuführen sollen. Und ich habe hier so eine breite Auswahl und keine Ahnung, was ich wirklich brauche. Über 80 Millionen Franken in der Schweiz und rund 400 Millionen Euro in Deutschland werden aktuell pro Jahr in Vitaminpräparate investiert. Die andere Seite? Seit vielen Jahren kommen immer mehr wissenschaftliche Studien zu dem Ergebnis, dass solche Vitaminzusätze oft nicht nur unnötig sind, sondern ein zu viel davon sogar gefährlich sein kann. Aber das wird kaum zur Kenntnis genommen. Gut für die Industrie. Natürlich gibt es eine Industrie, die ein erhebliches Interesse daran hat. Aber es ist eigentlich Aufgabe der Ärzte und der Wissenschaftler, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass diese Präparate in hoher Dosierung über längere Zeit durchaus schaden können. Zitrusfrüchte sind halt wirklich eine gute Variante. Denise Berger hat sich mit der Ernährungsberaterin Diana Studerus im Supermarkt verabredet, weil sie mehr über Vitamine erfahren will. Und Denise erlebt in der Obst- und Gemüseabteilung gleich eine erste Überraschung. Denn dieses vermeintliche Vitaminparadies ist gar keines. Man sagt ja häufig eben, dass in Obst und Gemüse ein vielfältiges Vitaminspektrum drin ist. Aber eigentlich finden wir hier nennenswerte Mengen Vitamin C und Folsäure, also zwei der 13 Vitamine. Und alles andere kommt hier eigentlich nicht so in einer Portion vor. Das heißt, es ist ein bisschen Trugschluss zu sagen, wenn ich viel Obst, viel Gemüse esse, habe ich automatisch alle Vitamine. Das stimmt eben nicht.